Der Victor Paro trägt mit der bewährten linearen Schwingungsumlenkung besser denn je zur erfolgreichen Parodontal- und Periimplantitis-Therapie bei. Für die professionelle Zahnreinigung kann das System zudem mit dem speziellen Scaler-Handstück ergänzt werden. Dieser Film zeigt ausführlich die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Ein großer Vorteil des patentierten Verfahrens liegt in der Schwingungsumlenkung des Resonanzrings im Paro-Handstück. Durch die 90-Grad-Ablenkung bewegt sich das Instrument exakt linear, parallel zur Zahnoberfläche. Das Arbeiten mit dieser Methode ist dadurch erschütterungs- und für den Patienten praktisch schmerzfrei. Nach Einkinderdiagnostik und Feststellung einer behandlungsbedürftigen Erkrankung muss der Patient im Detail über das Erkrankungsbild, die notwendige Behandlung und über Therapiemöglichkeiten aufgeklärt werden. Anschauliche Hilfsmittel wie zum Beispiel Schautafeln helfen bei der Patientenkommunikation. Da die Mitarbeit des Patienten von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg der Behandlung ist, sollte dieser eingehend über Art und Ablauf der Therapie informiert und zur dauerhaften Mitarbeit motiviert werden. Ein gut informierter Patient versteht die Notwendigkeit der initialen Parodontaltherapie ebenso wie die damit verbundene regelmäßig durchzuführende Erhaltungstherapie. Die Kommunikation innerhalb des Praxisteams ist ebenso wichtig für den Erfolg der Behandlung. Die Therapie bedarf der aktiven Mitarbeit des gesamten Praxisteams. Eine genaue Abstimmung zwischen Zahnarzt und allen Mitarbeitern ist daher sinnvoll. Vor Beginn der Behandlung sind nur wenige vorbereitende Schritte notwendig. Das Basisgerät lässt sich intuitiv bedienen und kann durch seine unabhängige Wasserversorgung mobil eingesetzt werden. Durch Blinken der blauen LEDs wird signalisiert, dass der Wassertank fehlt oder befüllt werden muss. Nachdem der Tank befüllt und eingesetzt wurde, leuchtet das Licht konstant. Auch beim Einlegen des Vector Fluid Polish wird das korrekte Einsetzen mit einem blauen, konstanten Leuchten angezeigt. Instrumente und Handstücke können anschließend in der Steribox hygienisch einwandfrei zur Behandlung bereitgestellt werden. Für die Parodontalbehandlung stehen dem Behandler insgesamt 5 Instrumente zur Verfügung. Jedes Instrument hat seinen speziellen Einsatzbereich. In den folgenden Szenen werden die Instrumente im Einzelnen vorgestellt und in ihrer Anwendung gezeigt. Die Parosonde gerade wird an vestibulären und oralen Flächen vornehmlich der Front- und Eckzähne subgingival eingesetzt. Jedes Vektorinstrument für den subgingivalen Einsatz wird bis zum Taschenfundus in die Parodontaltasche eingebracht. Ohne großen Druck wird das Instrument mit streichenden Bewegungen über die Oberfläche geführt. Wichtig: Beim subgingivalen Arbeiten mit dem Paro-Handstück erfolgt die Arbeitskontrolle nicht visuell, sondern rein taktil. Aufgrund des linear bewegten Instruments wird jegliche Auflagerung schichtweise abgetragen. Zum Bearbeiten der Glattflächen an Seitenzähnen bietet sich der Einsatz der Paro-Lanzette an. Mit Hilfe des integrierten Drehmomentschlüssels im Deckel des Toolkits können die Instrumente leicht gewechselt und arretiert werden. Die kurze, bauchige Form der Paro-Lanzette erleichtert den Zugang im molaren und prämolaren Bereich und ermöglicht selbst das Bearbeiten von freiliegenden Furkationseingängen. Mit der Parosonde gebogen können vollständig freiliegende Furkationsbereiche erreicht werden.
Das Instrument kann beliebig in jede Winkelposition eingespannt werden, um sämtliche Furkationen im Ober- und Unterkiefer bearbeiten zu können. Die Parokyrette ist aufgrund der großen Oberfläche das leistungsstärkste Instrument der Vektorfamilie. Mit ihr lassen sich alle subgingivalen Approximalflächen besonders gründlich bearbeiten. Die Parosonde Plus ist das Universalinstrument des Vektor-Paro-Systems. Aufgrund der geraden, leichtbauchigen Form lassen sich mit ihr bei moderater Taschentiefe sowohl Glatt- als auch Approximalflächen bearbeiten. Für Recall-Sitzungen kann der Behandler aus insgesamt 3 Instrumenten wählen. Auch hier hat jedes Instrument seinen bestimmten Einsatzbereich. Die Instrumente eignen sich aufgrund ihrer Materialeigenschaften besonders für eine sanfte und gründliche Periimplantitis-Therapie. Das teilflexible Instrument Recall-Sonde Gerade CFK besteht aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK, und kommt daher in der Erhaltungstherapie zum Einsatz. Es garantiert besonders schonende Biofilmentfernung, ohne dabei regeneratives Gewebe zu schädigen. Das Instrument wird an vestibulären und oralen Flächen sub- und supragingival eingesetzt. Ein weiteres teilflexibles Instrument ist die Recall-Kyrette CFK. Die Kyrette aus carbonfaserverstärktem Kunststoff eignet sich aufgrund ihrer Form besonders für die Behandlung von Approximalflächen. Als Ergänzung für die Erhaltungstherapie und Implantatreinigung dient die Supra-Sonde flexibel. Dieses hochflexible Instrument wird bei besonders empfindlichen Oberflächen eingesetzt, wie beispielsweise keramische Verblendungen oder Implantatoberflächen. Für die professionelle Zahnreinigung wird das spezielle Scaler-Handstück benötigt. Zu diesem gehören insgesamt 4 Instrumente. Jedes einzelne wird im eigenen Toolkit aufbewahrt. Die Scaler-Instrumente lassen sich leicht über ein Gewinde auf das Scaler-Handstück aufschrauben. Das P4-Universal-Instrument eignet sich hervorragend zur universellen Belagsentfernung an allen supragingivalen Zahnflächen, einschließlich des interdentalen Bereichs. Das Instrument P1 wird für die Reinigung aller subgingivalen Zahnflächen einschließlich Approximalflächen eingesetzt. Die schlanke Form des Instruments gestattet bestmöglichen Zugang und gründliche Reinigung bei maximaler Substanzschonung. Eine Besonderheit beim Scaler-Handstück selbst ist der integrierte Lichtkranz, bestehend aus 6 Hochleistungs-LEDs. Dieser sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Die Instrumente P2 und P3 sind ebenfalls für die Wurzeloberflächenreinigung in tiefen Zahnfleischtaschen konzipiert. Durch die jeweilige Krümmung des Instruments lassen sich diese besonders ergonomisch in tiefen Zahnfleischtaschen einsetzen.